Im Grunde war alles vorbereitet für die große Meisterfeier. Vor dem letzten Spieltag der Saison 99/2000 führte Bayer Leverkusen in der Tabelle mit 3 Punkten Vorsprung vor Bayern München. Ein Unentschieden beim vermeintlich harmlosen Underdog aus Unterhaching hätte den Rheinländern schon gereicht, aber eigentlich rechneten alle mit einem klaren Sieg. Sie waren ja so selbstsicher. Letztes Spiel Unterhaching, die letzte Hürde und die nehmen wir auch noch. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. In der bayerischen Hauptstadt verbrüderten sich die beiden Bundesliga-Vereine mit dem Ziel, der Daumtruppe doch noch in die Meistersuppe zu spucken. Tragische Figur in diesem 90-minütigen Drama war Michael Ballack. Das Entsetzen war riesengroß, als dem Mittelfeldstrategen in der 20. Minute dieses Eigentor unterlief. Dieser Treffer lähmte den ohnehin nervenschwachen noch Tabellenführer zusätzlich. Die sonst so spielstarken Bayer-Profis wurden nur bei Standardsituationen torgefährlich. Paul Beinlich verpasste nur knapp den Ausgleichstreffer. Zeitgleich führten die Bayern nur 17,5 Kilometer entfernt schon mit 3:1 gegen Bremen. Und jeder im kleinen Generali Sportpark wusste, dass Stand jetzt Bayern München deutscher Meister war. Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit hier ihren Rhythmus findet, die Nervenbelastung ein bisschen abbauen kann. Denn das ist bitter notwendig, dass wir hier noch erfolgreich sind heute. Ihre eigenen Nerven sind ziemlich blank. Leider galt das auch für die Nerven der Profis und daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Und wenn Leverkusen mal bis vor das Hachinger Tor kam, dann hielt deren Torwart Gerhard Tremmel überragend. Bayer Leverkusen lief die Zeit davon. Was sie brauchten, war ein einziges lächerliches Tor. Sie hatten doch schon 74 in dieser Saison geschossen. Aber das eine Tor, was tatsächlich dann noch fiel, das schossen die Rot-Blauen. Oberleitner traf in der 72. Minute zum entscheidenden 2:0. Mit diesem Treffer verwandelte er den Sportpark in ein Tollhaus und die Leverkusener in eine Trauergesellschaft. Als Schiedsrichter Herbert Fandl dieses Spiel dann abpfiff, jubelten alle Bayern und es herrschte Fassungslosigkeit bei Bayer. Wie konnte das passieren? Ich sag, mir fallen keine Worte ein, der Schock sitzt sehr, sehr tief. Christoph Daum tröstete seinen Sohn, Rainer Kallmund tröstete Ulf Kirsten, die Fans ebenso schockiert wie die Spieler. Allen voran natürlich Michael Ballack, der mit seinem Eigentor den Untergang einleitete. Er denkt vielleicht, es ist mit seiner Schuld, was absoluter Schwachsinn ist. Davon wird überhaupt keine Rede sein. Wir haben das zusammen vergeigt und ja. Bayer Leverkusen war so nah dran. Am Ende aber hieß auch in dieser Saison der deutsche Meister wieder mal FC Bayern München.